Oh, jetzt hast du. Na gut, wahrscheinlich hat man das nicht gehört. Hallo. Hallo. Backwurst. Mit Pfefferminz. Oh, ich hab. Oh, Alter. Oh, Schokominze. Müsli. Ah, hast du es geholt? Ja. Und ist gut? Weiß ich nicht. Ich hab's noch nicht gegessen. Ach, ist er jetzt im Case drin? Okay. Ja. Ich mach den gerade frisch. Mach mal den Fettbitter auf relativ kleine Feld. Ich doch schon. Achso, okay. Ja. Wir haben uns doch sogar direkt getauscht. Echt? Hab ich doch nicht gesehen, Alter. Musst du Augen aufmachen, Junge? Nö, ich bin krank. Ich brauch das nicht. Sauberkeit, Wasser braucht er und Heu. Gut. Also ach. Die, nicht der. So. Lost Case Horse ist auch aus unterwegs aus. Falsch. Jung, der läuft. Der läuft auch. Der läuft nicht. Doch, er läuft auch. Hart, hart. Hart, hart in der Bad. Was? Oh, Alter, ich hoffe, dass wir wieder beides verkaufen können. Raps und wie heißt das hier? Sojabohnen beim Zug. Das wäre der Hammer. Wovon träumst du eigentlich nachts? Naja, einmal hatten wir das ja schon. Das war echt krass. Oh, wir haben wieder eine. Alter, ernsthaft? Wie viel. Boah. Kannst du sehen, wie bei wie viel Wolle ist? Bei wie viel? Wie viel Prozent? Ja. 81. Okay. Weil da ist nämlich schon wieder ein Paket voll. Ja, ich weiß. Oh ne, ernsthaft? Oh. Die produzieren mittlerweile so viel, also sie fressen mittlerweile so viel, dass wir mehrmals, also dass wir eigentlich schon einen Radlader hier brauchen. Echt? Okay, heftig. Ja, stimmt, der hat echt eine kleine Schaufel, ne? Ja. Ja. Soll ich halt kaufen, oder? Nein. Ja, fahr hin und her. Ja, eben. Das bisschen fahren können wir auch mal machen. Wo haben wir denn eine Schaufel, weißt du? Haben wir irgendwo eine Schaufel? Wieso? Also eine große für den Radlader. Da hatten wir schon eine, ne? Ja, stimmt. Natürlich. Ja, müssten. Weißt du auch, oh, nee, nee, warte. Haben doch, wir hatten eine. Natürlich, ach doch, ja, wir haben noch stimmt. Ein bisschen Hackschnitzel gemacht. Das ist in der Halle. Ja? Okay. Ja. Ich fahre gerade die Trucks mal schnell, wie heißt das so, das, ne? Mit abfahren. Mhm. Und dann, wenn du Lust hast, also, kann ich dir den Radlader bringen. Nein, 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 nein. Das Schafe sind ja jetzt wie eh wieder voll aufgeladen. Das ist okay. Aber, also demnächst brauchen wir da auf jeden Fall schon eine größere Schaufel, ne? Weil das ist echt. Also, ja, gut, ich habe jetzt zweimal fahren müssen. Das ist. Ja, ja, aber wenn wir irgendwann mal 800 Schafe haben, weißt du. Ja, dann können wir ja den Drillentrack zum Beispiel nehmen. Ich glaube, da ist die Schafe ja ein bisschen größer. 1800 Liter oder so passt da. Im JCB 2000. Ja, siehst du? Ernsthaft? Ja, die ist kleiner. Oh, ist das krass. 1800. Was? Ja. Okay. Ach, die ist kleiner. So, mal tellende Preise. Wieso ist die Sauberkeit immer noch auf 16? Ein den Teleskoplader könnten wir nehmen. Eine Schaufel dafür. Weil die, Ja, macht er das? 4500. Okay, warte mal kurz. Soll ich die kaufen? Das ist eine Idee, tatsächlich. Da muss ich ja dann noch bei Teleskoplader rein, ne? Ja. Ja. 4,5, ja, also 4,5 ist ordentlich. Das ist wirklich. Macht er das überhaupt der Magnitude? Ja, ne? Die kann er. Ja. Sehen, ne? Ist halt blöd, dass wir jetzt, na gut. Ja, nimm mit, die hab ich gekauft. hab ich gekauft, weißt du? Wo ist denn der Magnitude? Oh, wie süß die Bäume sind! Ach, du bist mit dem Mann zurück. So, nur zur Info. Ich lade hier die Poltergabel neben dem Weg hier ab, ne? Ja, wie auch immer. Ist das egal. Ist ein bisschen versteckt, aber naja. Ich weiß ja, wo du es ablegst. Ich weiß ja, wie ich fragen kann, wo es abgelegt ist. Ja, bis dahin habe ich es vergessen. Ja, siehst du, also was laberst du mich dann vorher?
Du bist doch hier der Schalter. Ich will mit dem Roller fahren hier. Oh, ist das schön. Cool. Das wäre der Hammer. Ein Roller, ey. Damals war es echt witzig bei FS15. Ja, aber auch ziemlich framelastig. Mit der Vespa, ja. Die war echt geil. Aber framelastig. Hat Spaß gemacht. Ja. Also, die hat Spaß gemacht. Aber framelastig. Aber hat Spaß gemacht. Aber framelastig. Aber hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Aber hat Spaß gemacht. Ja, aber war framelastig. Aber war Spaß gemacht. Ja, aber war framelastig. Ja. Muss ich sagen. Und deine Mutter spitzt beim Kacken. Das sieht so. Aber framelastig. Aber richtig framelastig. Was ist hier denn los? Oh. Was ist das denn? Hä? Was ist los? Hörst du es nicht? Nö. Alter, hier bohrt jemand, aber ganz komisch. Oder was? Alter. Das hört sich an, als ob irgendwie mein Kühlschrank explodieren würde. Der arme Kühlschrank. So richtig so. Okay. Wie so ein Zeppelin. Ich sag Ghetto los, Bambo los. Alter, der Money tut. Oh. Was ist los? Ja, das ist lahmarschig. Der fährt doch 40, oder? Das ist lahmarschig. Ja, aber es ist besser als wie heißt der Teil. Aber quer über die ganze Map? Nee, sogar nicht quer, einfach die Diagonal. Diagonal. Ach ja, stimmt, das ist ja von da nach da. Von oben rechts nach unten links, ey. Ja. Jetzt immer den Trailer holen, was? FIFA 17 Trailer oder was? Ja. Geil. Nee, nee, Tieflader. Kann man auch Trailer zusagen, durch. Ja. Ja, das ist was so voll. Wir sind aber hier in Deutschland. Da heißt es Anhänger. Ja. Trailer. Anhänger. Alter, wie du da so langsam lang tuckerst, das sieht zu geil aus, ich seh dich auf der Karte. Ah ja, du bist ja hier sogar bei mir, warte mal. Wo bist du? Ja, du fährst links von dir. Ich seh dich nicht. Ich steh auf dem Feld. Achso, ja, dann seh ich dich nicht. Ich hab dich gesehen, ey. Ah ja. Alter, voll die Boombox da auf dem Dach. Genau wie deine Mama, Alter, die hat auch eine Boombox auf dem Dach. Was? Aber daraus kommt keine Musik. Was? Das ist die andere Boombox, Alter. Die anale Boombox, ey. Ihhh. Holy shit, die Melone, Alter. Weißt du was? Ich muss mal was zu trinken, ich hab keinen Bock mehr auf Sachen. Alter, ich kann nur die Map gucken. Okay, das haben sie echt billig gemacht. Bin mal kurz weg. Nee. Hab grad was geguckt. Könnten wir eigentlich den JCB verkaufen im Prinzip? Nein, ich bin falsch gefahren. Bin hier in dieser vergammelten Straße hier reingefahren. Oh, jetzt bin ich hier am Rumgammeln. Oh. Was?
Aber ernsthaft ist der Fan noch auf den letzten Meter voll geworden, ne? Das gibt's doch nicht. Oh, ich bin jetzt auch angekommen. Mahlzeit. Hä? Wie hast du denn das denn hingekriegt? Was? Der ist hier normal gefahren. Wer? Du hast eher andere Richtung. Also am anderen Ende gestartet, ne? Den Case? Ne, ich ja immer, klar. Aber auf der anderen Seite, wie die letzten Male schon. Okay, ja. Das war ja wirklich schon sehr lange. Ich dachte, du hättest das andere Ende genommen. Also hier das andere. Also die Straßenseite, sag ich mal. Nö. Ich hasse es, Alter. Ich sehe am Anfang schon, was das, ob das im Kinderüberraschungsei Müll ist oder nicht. Kommt's nicht an. Apropos Überraschungsei. Dieses Paket gibt's nicht bei Rewe. Der, du musst echt im letzten Missgeburtenloch überhaupt leben, weißt du das, ey? Hab ich auch das Gefühl. Digga, selbst meine Eier haben dieses Eierpaket, ey. Wahnsinn, ich würde da wegziehen, ne? Wie sieht denn das aus? Naja, also ein Trecker vorne drauf und 4 Eier. Toll. Ja, das ganz normal, da sind Kinderüberraschungs drauf, da sieht man da halt diese Trecker. Kinderüberraschung halt. Ich muss ja heute eh noch einkaufen. Frag doch da einfach hin, Wichser. Komm mal. Nee. Was? Nee, ey. Frag einfach. Nee. Euer Drecksladen hat hier gar nichts. Nee. Ich wollte mal fragen, ob ihr das für den gesagt habt. Nee. Nee. Alter, ich wurde fast ins Wasser geschleudert. Dann ist es dir auch nicht wichtig. Hallo? Hilfe, ich werde hier. Ich bewege mich gerade nicht. Hilfe? Hilfe? Ich hab keine Ahnung, wo du bist, mein Junge. Bei den Schafen. Ah, was machen die, ne? Nee, die machen Mu. Oh! Ja, das sind scharfe verkleidete Kühe. Ah. Die geben sogar Wolle, so gut haben sie sich verkleidet. Ja, anpassen. Ninja-Kühe. Dachte ich so. Wenn unsere Endgame-Charakter einfach irgendwann mal tot sind, wissen wir, wer es war. Ja. Naja. So, dann wollen wir mal die nächste Palette mal. Oh Gott, ja, welche ist das? Das müsste ja die zweite sein, weil die erste habe ich ja. Oh, ich liebe die Schokolade von den Überraschungseiern, die ist echt hart, ey. Also in letzter Zeit habe ich wieder Lust auf Nutella, ey. Nutella? Nutella, ja. Achso. Nutella. Und ich habe keine Ahnung warum, ey. Also Teller sind auch lecker. Naja, da esse ich auch 3-4 Stück am Tag, aber so Nutella ist echt heftig. So, Hip-Hop. Achso, der Hip-Hop, der Hip. Wow. Aber Kinderüberraschung ist nicht mehr das, was es mal war. Nee, nee. Ich weiß noch früher in den 90ern da, die Happy Hippos und so. Die ja, genau. Die gibt's für heute noch, aber selten. So. Nee, die gibt's nicht mehr. Happy Hippos gibt's nicht mehr. Auf gar keinen Fall. Das war ja eine Serie damals, also sozusagen. Die gibt's nicht mehr, Happy Hippos. Die kriegst du nicht mehr in die Eier. Doch. Das gebe ich dir schwarz auf weiß. Ah, nee, das war was anderes. Gibt's nicht mehr. Das war früher so eine Limited-Serie, so mäßig. Limited? Ja, das gab's ein paar Jahre. Ja, also aber viele ist ja Jahre. Limited. Und da so lange auch nicht. Das kam nur immer mal wieder irgendwie diese.
und ja, immer ein bisschen anders. Aber das, so selbst waren die immer nur relativ kurz zu haben. Also jetzt wie genau wie die Fendlinger. Das gibt es jetzt auch jetzt, ich sag mal, 3 Monate vielleicht geben oder sowas. Und dann ist die nächste Serie dran. Ja, so war es ja früher auch. Ja. Was ich alles hatte, die Krokodile, Schildkröten, Pinguine, alles. Mein Vater hat die ja auch gesammelt. Ja, cool. War da die in der Betriebe oder so? Ja. Ja, geil. Das ist wirklich cool, sowas. Er hatte sogar richtig teure Sachen, also so richtig wertvolle Sachen gehabt, so Messingfiguren, also hier diese... Ja, ich weiß, diese Messingfiguren, ja. Genau. So Messingsoldaten hatte er gehabt. Davon hatte ich auch welche. Irgendwie mit einem Wert von über 100 Euro und so. Alter, das war schon hart. Da bist du hier gerade am Machen. Ich krieg diese scheiß Palette nicht ab, weil der hier so scheiße rumbackt. Ich hasse da generell, Paletten sind generell buggy. Also schlimmer Alter, als die jetzt anderen. Komm ich hier nicht raus! Jetzt Palette. Palette. Wie viel waren das? 2000 Liter, ne? In einem so einem Ding, ne? Ja. Ja. Das heißt, wir haben schon 4000 Liter, Alter. Das wären beim aktuellen Preis. Wären das. Boah, Alter, 9500 ist der Preis gerade. Boah, das wären 40.000 fast, ey. Oh, das ist hart. Alter. Was schätzt du, wie viele passen auf dem Wagen? Ja, warte mal. Ich glaube, kann man die stapeln? Ja. Dann passen wollen wir die zweimal hochstapeln oder was? Hier, also ich denke, 4 in einer Reihe, also 8 auf jeden Fall. Denke ich immer. 8 plus 8. Und wenn wir die wenn wir die stapeln können, dann 16. Ja. Boah, Alter. Und dann 16 sind 32.000 Liter. Und dann mal das. Mal 9.000. Boah, das ist ordentlich. Ja, sag mal den Kopfrechen-King mal, wie viel das ist. 270.000 ungefähr, ne? Also 280.000 locker. Alter, okay, dann lohnen sich die Schafe ja echt gewaltig. Ja, wenn wir das, wenn wir die so weiter züchten und so hat alles. Ach, man muss sie halt das so? Man muss sie halt nur einmal kaufen, ne? Das ist aber bei jedem Fisch irgendwie so. Oh, bei Maple Milk geht der Preis hoch für... Alter, für Raps ist er hoch und für, wie heißt das hier, Sojabohnen geht er gerade hoch. Oh, oh. Und du sagst noch, träum weiter. Träum weiter. Vielleicht haben wir ja Glück, ey. Oh, das wäre ja weiter. Nee, scheiße. Das Problem ist, wir müssen ja vorspulen und dann können wir mit... Haben wir Pech. Vorspulen? Ja, müssen wir, weil 1821 bei Maple Milk für... Ja, wir können ja erstmal das eine verkaufen und dann das andere. Ja, das sollten wir. Ja, aber wenn das denn nicht ist, dann müssen wir es wieder umladen. Na egal, was weiß ich. Ja, ist ja egal. Ach, bin ich gleich. Ach, ich bin den Mann. Ich bin mal ein Messer. Nö, das möchte ich nicht. Ja, wie sieht's eigentlich aus hier mit dem? Der Fendt? Nö, noch nicht. Messer ja auch nicht. Der ist bei 60%. Der Case hat auch noch ein bisschen ein paar Prozente frei. Weißt du, wenn wir absolut nichts zu tun haben, ne, können wir eigentlich mal den Helfer ausstellen und mal selber fahren, mal ganz ehrlich. Ja, können wir eigentlich wirklich mal machen. Weil, also, ich bin in letzter Zeit so extrem verwöhnt, ey, das ist, Ja, ich meine, das ist ja, wenn wir was zu tun haben, dann sind die Helfer natürlich praktisch, ne, aber wenn wir nichts haben und nur drin sitzen und mal gucken, wie er das macht, das ist ja dem schäbig, also warum sollten wir das denn machen? Ja, ja. Fahren wir doch selber mal ein bisschen. Ich finde es lustig, dass dieser Rapsaufsatz da nicht von Massey ist, sondern von Ziegler. Tja, lass ihn doch. Dass man den auch nicht umfärben kann und so weiter. Helfer C hat die Arbeit erfolgreich beendet. Wer ist das denn? Ja, keine Ahnung, wer das ist. Der Fendt. Toll, siehst du? Schon muss man wieder den Helfer einstellen und gucken, wer es ist. Nee, der Fendt ist noch voll. Helfer C. Also ich weiß nicht, wer das ist. Ach, das ist deiner, oder was? Nee. Heißt nicht echt. Ja. Bin ich einmal komplett hin und her geswitcht, hier nur wegen dir, weißt du? Klar. Frechheit, was? Ich fahre aber hier mal wie ein Helfer fahren würde. Ja, mach ich auch. Weil wenn er voll ist, dann schalte ich nämlich den Helfer ein. Dann müssen wir nämlich in den Trucks kommen, wenn es will. Genau. Ach, ich weiß, was jetzt gerade gebohrt wird. Ja, stimmt.
Ach, die Rauchmelder? Nein, 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 nein. Hier wird nämlich auch gerade ein Abflusssystem gebohrt. Da hing extra ein Zettel unten in, im hier Eingangsbereich. Okay. Bitte nicht Waschmaschine und sowas benutzen. Okay. Fuck you, Alter, ich muss waschen, du Fotze. Einfach mal aus Trotz, mal einfach jetzt hier in der Küche Wasser in die Spüle kippen. Also haben die das Wasser eigentlich auch abgestellt? Ja, nein, denke ich nicht. Das war, Alter, das war der absolute Hammer. Ich weiß, könnte vielleicht, naja, ist, egal, ich erzähl's aber. Das hatte ich einmal. Ich auf Toilette gegangen. Und hat, musste ganz normal pinkeln, ne, hatte gespült, so. Hab nicht gehört, dass nicht nachgezogen wird, weißt du, Wasser. Man hört das ja mal, ne, so, ne? Und dann so, 10 Minuten später musste ich denn, ne, da hätte ich so ein großes Geschäft machen, ne? Ne, egal. Ab auf Toilette, reingewulzt das Ding da, weißt du? Und ich, klick, 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 ich denk, was ist denn jetzt los, Alter? Und meine Eltern kamen zu Besuch, ey. Naja, und ich denk, ja, was ist denn los hier? Und blau, und dann kam dann unten im Treppenhaus schon der Macker da lang. Ich sag, Alter, das ist ja eine Frechheit, dass nicht einfach mal so Bescheid gesagt wird oder so, ne? Ja, ist Rohrbruch oben und sowas heißt, ne? Ich sag, ja, da kann ja trotzdem, kann doch mal die Frau runterkommen und wer es dann Bescheid sagen, dass hier irgendwas ist. Ne, das war irgendeine Dame oder sowas, die kann doch mal überall klingeln und sagen, hier, bupp, ne, ist Rohrbruch, bitte nicht. Was ist da jetzt? Achso. Ich sehe da nur ein Hähnchen plötzlich da längs krabbeln. Alter, und mein riesen Schiss hängt da in der Toilette und wartet, Alter, bis da, also das war der Wahnsinn, ehrlich, ey, das hat so gestunken, ne. Du achtest ja auch nicht darauf, ne, das ist so was Selbstverständliches, dass das Wasser nachspült, dieses Geräusch. Ja. Das überhörst du, normalerweise. So, und ich denke, klick, 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 ich denke, Alter, ne. Ding, das riesen Ding da, das war hart, ehrlich, ey. Das war echt, denk. Mahlzeit. Jo. Aber ist so was? Ist so? Eigentlich kann irgendwo schon mal angesamt wieder werden, oder hast du das schon gemacht? Nee, ich bin ja hier gerade am Ernten. Das ist ja buggy. Ich bin ein Helfer. Ja, dann mache ich mal kurz den Helfer hier, wie gesagt, an. Und dann. Ach ja, oh. Ich habe mir einen MP3-Player bestellt. Echt? Ach was? Und was für ein? Ein Billigteil, also 30 ja. Euro. Ach was, ja, das ist echt gut. Immerhin. Ja. Wo ist diese SD-Maschine? 16 GB. Okay. Weiß nicht. Steht doch da vorne an der Straße. Vorne an der Straße? Das ist doch die für hin. Wir haben doch zwei von denen. Aber warum? Ach so, ach, da bist du mit der falschen sozusagen dahin gefahren, so nochmal. Ich bin gar nicht hingefahren. Die hast du da abgestellt. Ich hab den nur beladen. Ach so, okay. Ich wundere mich gerade. Ich denk, was ist denn los? Was wollen wir anfangen, mein Junge? Deine Mutter. Nee, die hat frei. Dein Vater. Ach so. War wieder eine ordentliche Runde Weizen, oder? Können wir machen. Oder was kann man denn noch so erbohren? Weizen? Mit Strohablage. Mit Strohablage? Alter, hast du eine Macke? Ja. Okay. Wir müssen auch mal was tun. Dann machen wir mit Strohablage. Brauchen wir mal noch mehr Heuballtechnik und so. Wir können ja noch so einen Sammelwagen kaufen. Wir haben ja nur einen Sammelwagen, oder? Ja. Achso, willst du denn? Die sind ja zu teuer. Willst du keine Beine draus machen, oder? Obwohl, ja, das könnten wir eigentlich auch machen. Wir brauchen nämlich auch so Stroh, glaube ich. Ja? Ja, dann müssen wir das auf jeden Fall machen, ja. Machen wir das. Sammeln wir mit dem auch, was wir machen. Ich kaufe jetzt nicht extra dafür einen neuen, die sind echt schweinemega teuer, Alter, heftig. Mal schauen, wie viel Geld wir übrig haben. Warte mal, wie teuer. Warte mal, während ich hier in den Shop gucke, mache ich den Helfer. Alter, ist der Fendt hier hinten fertig? Ja. 90.000 kostet das Heulager. Ach. Achso, das ist da. Ah, stimmt, ein Heulager, ne? Dann können wir das da reinpacken, ne? Und dann immer abzapfen, wenn wir brauchen, ne? Ja, aber 90.000? Ja, gut, wir kriegen ja die nächste Million bald.
Ja, aber wenn man das braucht, dann braucht man das. Das ist ja sinnvoll, ne? Dann können wir es lagern bei den Schweinen und Kühen oder so, ne? Oder wie, oder so. Ja. Hier liegt doch noch Gras rum, Alter. Das muss noch geschwadert werden. Sehe ich gerade. Nö, wir können das auch einfach da liegen lassen und immer sammeln. Ja, Alter, das ist aber Pillepalle. Also das ist ja mit dem Ladewagen dann richtig klein, also... Was? Das wird ja anstrengend. Wieso anstrengend? Ach so, du meinst... Nein, ja, einfach so sammeln und dann halt später, also immer wieder abernten und so weiter. Ach so, okay. Einfach nur ernten und dann später halt zusammen dingsen. Ja, sieht auch lustiger aus. Absolut. Weil dann nämlich die Haufen nämlich immer größer werden. Das ist die grüne Messe. Oh. Ja, das Skyrim echt witzig, ehrlich. Ey. Das irgendwie ist kein Kaffee. Das ist Kaffeehaag. Ja, ich sag dir. Oder genau wie jetzt gibt's eine Werbung, da wirft der Vater irgendwie die Frisbee-Scheibe über einen Nachbargarten, so nach Motto. Dann kommen sie rüber. Möchten sie eine Tasse, ich komm nicht auf welcher Marke, aber anstatt Kaffee zu sagen, sagt sie die Marke von dem Kaffee. Wie unrealistisch, Alter. Ich sag doch auch nicht zu dir, hey, möchtest du eine Coca-Cola haben oder eine, keine Ahnung, weißt du? Ich sag zu dir, möchtest du eine Cola haben, weißt du? Anstatt irgendwie möchtest du, ich weiß nicht mehr, welche Marke das jetzt ist. Ja, die Werbemacher werden ja auch immer dämlicher irgendwie. Ja, ich meine, teilweise werden sie auch geil, ne? Es gibt schöne Werbung, ja, irgendwie oder klar. So, aber Alter, da musste ich mir echt am Kopf fassen, ey. Wer kommt denn auf die Idee zu sagen, möchten sie eine Tasse blablabla, anstatt Kaffee zu sagen? Ich bin ja momentan echt nicht der Werbegucker, weil ich ja halt überhaupt gar keinen Fernseh gucke. Aber ja, ich kann mich an einer Werbung erinnern, die ich echt gut finde. So eine aktuelle Werbung, meine ich jetzt. Ja. Bist du wie weit bist du mit dem? Ich habe den gerade erst ausgeleert gehabt. Achso. Das war, glaube ich, eine Audi-Werbung. Wo der irgendwie durch die Wüste fährt. Wo man nur den Wind hört. Und wenn der Audi dann über den Hügel fährt, der Wind dann aufhört. Ah, ich glaube schon. Und dann wieder, ja. Ah, die ist relativ neu. Ja. Ist aber nicht in der Wüste, oder? Doch. Nee, der fährt doch so, so hügelig, fährt er aber runter irgendwie. Ich glaube, ist ja, das nicht so, in USA da irgendwie? Ja, ja, genau. So Nevada-mäßig. Hoch, runter. Ja, kenn genau. Ich. Raub selbst. Ich weiß nicht mehr, welcher Spruch das war. Auf jeden Fall, diese Werbung finde ich irgendwie ganz nett gemacht. Ja, es gibt, wie gesagt, gute und es gibt da welche, da fasst du dir im Kopf und sagst, nee, hör auf, ehrlich. Diese ganzen, warte mal, irgendwas war da. Irgendeine Werbung, ich weiß überhaupt gar nicht mehr, wie die war und so weiter. Da wird einfach nur ein Video abgespielt und nicht mal irgendwie ein Produkt gezeigt oder sonst was. Einfach nur so irgendwie ein Video abgespielt, was völlig sinnlos ist. Okay, ja, da denkt man sich auch nur, was? WTF, was sollte das, dieser Scheiß jetzt? Ja, das Problem ist, was denken die denn, dass wir jetzt das Produkt dadurch kaufen wegen so einer Werbung? Vor allem, man weiß noch nicht mal, was das für ein Produkt war, weil es gar nicht da gezeigt wurde. Ich schütze so nicht mehr irgendwie, Leute einflashen, ne? Nicht mehr irgendwie eine Schrift oder so. Einfach nur abgespielt, zack, fertig. Ja. Aber ich selber lasse mich auch gar nicht von Werbung irgendwie beeinflussen oder so. Weil das ist für mich irgendwie. Ich kaufe die Produkte, die ich brauche. Die einzige Werbung, wo ich mich, ich sag mal, triggern lasse, ist Sonderangebot bei Rewe oder so. Ja, ne, achso, ja, ich meine jetzt Werbung mit Fernsehen. Ja, ja. Also, da lasse ich mich nicht so, ne? Aber so, sowas, ja, wenn ich so denke, oh ja, das brauche ich auf jeden Fall mal, aber so irgendwie so das Parfüm oder sowas. Diese Parfüm-Werbung sind das Schrecklichste, was es gibt. Oh, ja. Da fragt man sich manchmal, Alter, was hat das mit dem Parfüm zu tun? Ja. Also. Tja, das ist Wahnsinn, ey. Naja, so ist das alles. Alles ist einfach. Alter, bin ich heute gut im Ernten. Ja, ich geh auch voll ab hier, Alter. Ich mach so krass gerade Linien hier, das ist unfassbar. Ich fahr zickzack. Zicke, zacke, zicke, zacke, hoi, hoi, hoi. Zicke, zacke, Hühnerkacke. Ach, bist du gerade im Fan? Nee, ne? Achso, der ist gerade fertig geworden. Achso, ich hab ihn gerade gesehen, ja, deswegen. Achso. Oh, Alter, nice. Ach so, stimmt, wir haben ja noch ein anderes Feld. Ach, ich vergesse das andauernd. Hier sind 50.000 Liter, wie heißt das? Raps habe ich hier schon drin. Nice.
So, einmal kurz den Helfer wieder einschalten. Fahren lassen. Egit, kannst du es nicht woanders machen? Hä? Ach, ist dein Helfer fertig auf 12? Hä? Welcher Helfer? Ach, nicht der Fan war nicht fertig, sondern wer ist das hier? Die Seemaschine. Achso, die Seemaschine, ah. Ja, ja. Die Seemaschine ist fertig. Welchen habe ich da? Kannst du mal sehen. Ja. Da hatte ich den dran. So. Nächstes Feld mit Weizen. Boah, Alter, wenn wir wirklich alles machen wollen mit, wie heißt das hier? Mit Stroheinlage. Ich bin das wieder voll. Das wird richtig übertrieben, Alter. Jawohl. Mach mal ab in den Messer, ne? Dong. Da. Dem LKW erstmal voll einen auf den Kopf gegeben. Helfer J hat die Arbeit erfolgreich beendet. Oh, wir müssen bald mal eine Tanksession starten. Ja. Aber richtig, obwohl also, geht. Nee, ja, hier, ich habe schon mehrere, die rot sind. Ja, oh Gott, okay. Ich glaube, ein Mähdrescher ist rot. Ich glaube, der Fan sogar. Der Messer ist auch schon rot im roten Bereich. Da sind noch über 100 Liter drin, klar. Aber, so langsam. Ja, einer geht dann halt nach und nach die ganzen Fahrzeuge ab, sagt Bescheid, wer dann leer ist und der andere fährt dann dahin. Oder ich würde sagen, alle sammeln. Ja, nee. Und dann mit dem Hänger hin und her fahren. Also einfach dann rein und dann... Das passt schon irgendwie. Weil wir müssen auf jeden Fall, denke ich, den Hänger danach tanken, ja, schätze ich mal. Weil das wird ordentlich hier. Die schlucken ja richtig, die Biester. Und das ist nur niedriger Verbraucher. Ich will gar nicht wissen, realistischer Verbraucher. Können wir eigentlich im Prinzip mal anmachen, dann müssen wir häufiger dingsen. Ja, finde ich irgendwie. Ja, dann mache ich das. So, Radio. Habe ich ja im Singleplayer auch gemacht, aber das hält sich in Grenzen. Ja, also. Spielverbrauch. Normal. Ja, auf normal. Hä? Speicher. Ich habe den Spielverbrauch jetzt auf normal gemacht. Ach so, das ist das höchste oder wie? Ja, auch niedrig oder normal? Normal ist, denke ich mal, realistisch, ne? Ja. Vielleicht. Oh ja, 1 Liter verloren. Ich überlege gerade, was gibt's noch für so interessante Währung? Hm. Oh, 33 Minuten. Haha. Wird nicht mehr überlegt. Jetzt gibt's Werbung. Also, Werbung. Tschüss. Tschüss.